Moin Moin und willkommen zurück zu Zero Siebert. Gestern wurde gestreamt. Das lief meiner Meinung nach richtig gut. Wir haben gut gelootet, sind gut vorangekommen. Wir haben echt Kohle auf der Bank. Also wenn man jetzt mal drauf geht, ne, muss man nicht gleich in Tränen ausbrechen, sage ich mal. Natürlich reicht es vielleicht, wenn überhaupt, für 2-3 Mal Equipment, worüber wir uns auch keine Sorgen machen müssen. Denn wir haben ja ordentlich gelootet. Wir haben ein paar Sets in der Kiste. Das ist richtig gut. Wir haben gestern diese schöne Musin bekommen. Bleibt mit modernen Schaft und allen drum und dran. Schalldämpfer, Scope. Das wollen wir jetzt natürlich gleich testen. Ich sagte gestern schon, jetzt gehen wir erstmal Latzer auf den Sack. Ich hoffe, dass wir es jetzt endlich mal schaffen, Latzer wegzupumpen. Wegpumpen war ja kein Problem. Da haben wir ja schon zweimal geschafft. Was wir aber nicht geschafft haben, ist, die Bude zu looten, weil uns vorher noch einen Guard abgeknallt hat, der da irgendwo noch aus der Ecke gehüpft ist. Das ist natürlich sehr unangenehm. Jetzt habe ich hier zwei Marker auf der Map. Das ist einmal die Bude von Igor. Warum die jetzt auch immer gemarkt wird. Wir sollten ihn ja abknipsen. Das haben wir ja gemacht. Man kann Igor looten. Fleisch. Interessant. Warum ich auch immer Igors Fleisch haben sollten, haben möchte. Keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus, dass es seins ist. Ja. Eigenartig. So. Wir müssen in die City. Im Moment, was war das andere? Jetzt, ja, der Tag ist vorbei, ist immer noch frühen Morgen. Bin völlig im Arsch immer noch. Wie es sich so gehört am frühen Morgen. Aber was? Warum? Ach, die wegen der Sägemühle. Nein. Ach, guck mal, man kann rüberfahren. Dann kriegt man manchmal so schon einen Tipp. Lost Backpack. Mhm. Gut. Wenn wir gut sind, dann schaffen wir das auch. Wenn wir richtig gut sind, richtig smart, ne? Hätte ich kein Backup dabei. Eine Pistole kann nie schaden. Dann erstmal die Ghule kommen. Es ist gut, ein bisschen Schnellfeuer dabei zu haben. Hat nicht gereicht. Also ich dachte jetzt mit dem Scope, ne, kann ich gleich voll reinhauen. Gibt's das nicht mehr? Oder muss ich dabei jetzt neuerdings stehen bleiben? Oder was sind da die Kriterien? Ich kenne es, Scopes, da läuft ein Typ, bumm tot. Okay, bumm tot ist übertrieben. Was ist hier los? Tod und Verderben? Platzer? Nein. Weg. Falsche Medikit gegriffen. Machen wir uns mal wieder voll. Rüstung. Noch da. Jetzt kommt die Blutung. Er ist natürlich ein krasser Dude, ne? Ist so. Blut. Ich weiß nicht, ob er tot ist. So ein übler Charakter, ne? Bin jetzt ein bisschen, ich halte jetzt ein bisschen meinen Schnabel, ne, um mich zu konzentrieren.
Hätte man natürlich SMB genommen, hätte es anders ausgesehen. Dann wäre er gleich schon durch gewesen, die Rüstung. Nicht drauf geachtet. Ja. War aber noch nicht zu früh, Freund. Ne? Nie zu früh, Freund. Da gab es einen direkten Schuss gerade. Wie der gerade eigentlich im Feuer stand, wieder aufregend. Latzer. Wir haben Latzer. Da stand noch ein Guard drin. Hier hat doch einer recht fröhlich mit seiner Schrot rumgeballert. Rüstung bei unter 50, blöd. AP. Das war immer ein AP. Diese Vögel. So, frei. Wir können anfangen zu arbeiten. Bin so aufgeregt, ich zittere. Nein, so krass ist es nicht, aber bin aufgeregt so ein bisschen, ne? Muss ich ja zugeben. 5? 5,4 waren es. Bisschen leichter. Ja, mit deiner Knarre. Würde mich umbringen? Also, ja, blöde Frage, aber. Da hast du keine Mule im Magazin. Normal. Rein in die Butze. Und wir haben noch ein paar Kilo haben wir noch. Geil. Latzer, Freunde. Haben wir uns gegönnt. Aber noch ist nicht alle Tage Abend hier, ey. Doch, auch so ein Spruch, ne? Ein uraltes Ding. Brauchen wir natürlich Zeit. Nice. Code Error. So, da sind wir wieder. Das Game ist mittendrin abgekackt. Code Error, keine Ahnung. Ich hab's euch hoffentlich mit reingeschnitten, Codes. Ja, wir waren bei Latzer drin. Schlüssel umgedreht. Ran an die Box und irgendwas ist passiert. Ich weiß es nicht. Code Error. Irgendwas mit dann hat hier. Olbit Fenster hat gezackt auf einmal, keine Ahnung. Ja, das ist alles, was wir rausgekriegt haben. Das ist natürlich assi. Naja, immerhin. Wollen wir uns mal nicht aufregen. Ich hab mich aufgeregt. Wunder, dass wir hier noch was im Inventar haben. Naja. Ist egal. Ist egal. Wir nehmen es jetzt so, wie es ist. Müssen wir ja. Und wir machen einfach weiter. Wird wieder eilig viel vertickt. Weg das, komm. Weg. Die blaue behalten wir. Die Rüstung kommt weg. Meine muss repariert werden. Sieht schon wieder doll aus. Und da wir die Kohle haben, machen wir das einfach jetzt mit Geld. Also die Reparatur. Voilà. Gibt nichts für die Salami. Eine Kohle. Mann, ey, wir haben Latze umgelegt und dann kackt der Scheiß ab, ne? Ich könnte. Brechen könnte ich. Wurstbrot. Natürlich gleich ein Zweier-Stack, was ich sehr gut finde. Wir werden es nochmal machen. Na, dann haben wir halt zwei Kills in einer Folge. Ist mir ja egal. Ist mir ja egal. Ich habe gesagt, wir machen es in der Folge. Wir ziehen es komplett durch. Es ist 7.01 Uhr. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Wir gehen nochmal rein.
Also bei mir ist es 7:01 Uhr, ich weiß nicht, wie spät es war. Ich kann nur 16 rum sein, weil so kommen die Videos. So kommen die Videos. Latzer, du Schwein, wo bist du? Wir gehen hier rein, da raus, ganz einfach. Scheiß auf die Quest. Die Quest ist jetzt zweitrangig. Oh, hey. Alle. Kein Damage-Dealer, wie ihr gemerkt habt, ne? Eigentlich. Aber es schlägt eiskalt durch alles durch. Wie viel Pen hat das Ding denn? PP ist es 57 Pen. Das ist genauso viele. Ja, genauso viele wie die Sniper. Das ist wie das Sniper-Kaliber, ja. Unglaublich. SMB ist drin. Der war direkt. Platzer. Tut mir leid. Oh, Magazin alle. Das schrubbt sich weg. Oh, Jam. Nehmen. Penner. Nachladen. Wollen wir mal einen Seitenwechsel machen? Und taktisch umswitchen. Jab. Latze hatte die gleiche Idee, taktisch umswitchen. Lieb ihn. Geswitcht, ne, ey. Cooler Typ, echt. Ein Grinsen im Gesicht, ne, wie ein Kind. Ist nicht, okay. Da ist der Schlüssel. Das Ding, was wert, weiß ich gar nicht, aber wiegt nur 2,5 Kilo, von daher. Okay. Zustand 70. Mitarbeiter im Magazin. Alter, er hat uns so weggeburstet, wenn er wollte. Hätte. Aber hier ist noch nicht Ende, ne? Hier sind noch Guards. Frag mich nicht nach einer konkreten Anzahl, das weiß ich echt nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Da sind schon ein paar Parts dran, deswegen packe ich die ein. Hier ist Munition. Da wäre ein sehr interessanter Handgriff. Aber ich kann jetzt auch nicht alles mitnehmen. Ja, wir sind immer noch mit unseren 28 Kilo stark limitiert. Oh, halt die Fresse. Was schießt denn auf mich? Ich hab euch nicht getan. Durch. Shooting 7. Zwei Hunter. Haben sich hier abgeknallt sogar. Munition müssen wir mitnehmen, die braucht man halt immer in diesem Spiel, ne? Drei Hunter, guck dir das an. Mit der guten Rüstung auch noch. Und eigentlich bei Lazarin. Müssen wir machen. Die Vierer muss mit.
Eigentlich müsste die Vierer von Latze auch mit. Bin ich ehrlich. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder einen Abschiss kriegen oder ob es diesmal durchgeht. Ich muss die Zeit zum Schneiden einberechnen, ne? Ich musste die ja ein bisschen rausgibben, ne? Habe ich nicht vergessen. Die blaue, die schießen wir uns jetzt mal. Geht natürlich gleich Ernährung etc. bis zum Anschlag hoch und das hält sogar noch eine Weile. Kohle, goldene Uhr. Das nehmen wir natürlich immer gern. Kohle hat auch kein Gewicht, wenn ich das gerade richtig beobachtet habe. Waffentruhe 4-2. Da gibt es natürlich schon vernünftige Munition. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ich kann nicht alles mitnehmen. Hier haben wir noch Attachments. Da will man natürlich nur das Gute nehmen. Also das, was so ein bisschen modern aussieht. Außer natürlich hier noch Visier. Visiervorrichtungen sind immer gut. Das ist auch gut. Drum Mag für BBSH brauchen wir nicht. Das sieht auch... Ne, es ist Stock. Ne, Stock hat damit nichts zu tun. Nimm es mal mit. Aktenschränke, hier ist noch ein Snackautomat, da gehen wir natürlich auch ran. Energy. Gleich rein in die Birne. Ja, der hält eine Weile vor. So. Bevor wir jetzt wieder irgendeinen Blödsinn machen. Noch drauf gehen im schlimmsten Fall oder so. Wir hauen ab. Wir hauen jetzt ab. Ich muss auch die Folge abklemmen. Dann ist es gut. Super. Alter, der Abkack, ne? Kotzt mich ein bisschen an. Aber wir wurden entlohnt, also. Alles gut, die Salami, die passt natürlich nicht mehr. Haben wir zweimal Latze abgeknallt in einer Folge, ne? Mehr als geplant. Boah. Nächstes Mal Rucksack, US und USB-Stick. Hier, bei der Sawmill. Können jetzt natürlich auch noch reingehen, ganz klar, aber bin ehrlich, nee. Oder? Rote Ghule. Regenwetter. Rote Menschen. Was hab ich davon? Mann, ey. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Freu.